meine liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder mal, GamerDQuo. Diesmal nur live, hat auch einen besonderen Grund, den ich gleich ansprechen werde. Wenn ihr fragt, was das ist die Fernbedienung für meine neue Kamera. Gib mir bitte mal ein Statement dazu, wie die Bildqualität ist. Ton werde ich jetzt extern aufnehmen, ich hoffe, das klappt soweit, weil der Ton ist leider von der Kamera nicht so gut. Nichtsdestotrotz, wie immer, ehr ich einen Abonnenten in Minecraft, ich bin aber in Real Life, da oben ist es. Und ich ehre damit Vortex, danke an dich, ne? Mein alter Kollege, Kumpel, Kumpane. Ja, das ist jetzt meine Aufnahme am Montag, ich habe Sonntag schon meine Aufnahme gemacht, aber da gab es einige Probleme. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird, aber nun, nichtsdestotrotz, ja, Mikro erstmal richten. Fangen wir mal an. Den Titel habt ihr bestimmt schon gelesen. YouTube Deutschland am Ende. Ich bin der Meinung, nicht nur ich alleine, viele andere Zuschauer, kleine YouTuber sind der Meinung, dass YouTube Deutschland am Ende ist. Es hat verschiedene Gründe. Allein der Beef, der in den letzten paar Wochen herrschte, war sehr enorm. Dann die ganzen Beleidigungen, also die Beleidigungen unter den Kommentaren. Was ich nicht verstehen kann, dann noch eben diese, sag jetzt mal, Pranks, die unter die Gürtellinie gehen und Content, wo man sich nur fragt, was soll das? Aber nach und nach, erstmal gehen wir darauf ein, YouTube Deutschland, auf die letzten Wochen, was da so einiges passiert ist. Sehr viel passiert, als was man da ausgehört hat von Bedrohung, Gewalt, sexuelle Belästigung, Sachen abziehen und noch weiterem, fasse ich mir nur am Kopf. Egal jetzt was, wie, wer angefangen hat. Ihr müsst euch doch eins mal im Bilde sein, besonders ihr Großen. Ihr seid Vorbilder. Auch wir kleinen YouTuber sind Vorbilder. Aber ihr Großen seid natürlich größere Vorbilder. Ihr habt eine Zuschauer, ihr habt eine Zuschauergruppe, die ist zwischen 10 und 16. Hallo, das geht doch nicht. Da fasse ich mich doch am Kopf. Sorry, aber nee, ich verstehe es nicht. Bitte, wenn ein großer YouTuber das sieht. Es wird zwar keiner sehen, aber der soll mir bitte unten in die Kommentare schreiben, was er sich dabei denkt. Besonders die, die das gemacht haben. Es gibt noch einige YouTuber, die noch die alten Werte von YouTube aufrechterhalten. Und das rechne ich denen hoch an. Und die alten Werte waren eben gegenseitig helfen. Super Content, super Videos zu machen. Für andere da zu sein. Und noch vieles mehr. YouTube war früher aufgebaut auf dem gegenseitig helfen, konstruktive Kritik geben, keine Beleidigung, das gab es früher nicht in YouTube. Aber ab 2016, na gut, es gab es schon eher, die ganzen Hater. Es ist mehr geworden. Und das verstehe ich nicht. Allein wenn ich mir so die Videos angucke, schüttel ich meistens den Kopf. Besonders, wenn bestimmte Parteien Beef miteinander haben. Und dann nehme ich jetzt euch Großen in die Pflicht. Euch Große. Eure Community in den Griff zu kriegen. Wenn ich lese, der hat Beef. Ups, ja, Kamera. Und der hat Beef. Die einen gehen darüber, die anderen gehen darüber von den jeweiligen YouTuber und beleidigen auf heftigste, wie es nur noch geht. Hallo? Es gibt sowas, die Kommentarfunktion war eigentlich dafür gedacht, dass man sich unter einen Austausch konstruktive Kritik gibt. Klar, wenn einem Video nicht gefällt, gibt's auch zu Genüge, dann disliked und haut man ab und kommt nicht wieder um den voll zu müllen oder voll zu haten. Und da nehme ich euch Großen in die Pflicht. Weil ihr seid die Vorbilder. Ihr könnt
die Leute, die jungen Leute noch so formen, damit sie auf dem rechten Weg sind, kommen, sorry, auf den rechten Weg kommen. Weil so kann man nicht durchs Leben schreiten. Und dann ihr Hater, ich weiß, ihr habt Spaß daran, aber ich frag mich, so viel Zeit aufwenden, um nur ein paar Leute zu beleidigen? Oder kriegt ihr halt viel Geld? Wenn ja, schreibt mir das mal unter die Kommentare, möchte ich gerne mal wissen, um wie viel. Ich sag ja, ich habe ja, ne, jeder hat eine Anwesenheitsberechtigung auf YouTube. Jeder kann machen, was auf YouTube ihm gefällt. Aber es muss, sag es, human sein. Human. Ich finde es zum Beispiel albern, das ging ja auch rum mit diesem Bombenprank. Jeder weiß, wer gemeint ist. Ich sag hier keinen Namen, aber ihr wisst, wer gemeint ist. Der dann eben das zurückzieht und ein 5-minütiges Entschuldigungsvideo macht, wo er nur eine Minute davon oder 30 Sekunden davon Entschuldigung, Entschuldigung, und den Rest stellst du dein Merch vor. Sag mal, hack's bei dir? Ey, weißt du, was das für ein Licht wirft? Ey, dann können die Kleinen ja auch sagen, hey, cool, kann ich auch machen. Ja, Und irgendwann kommen die Straftaten. Besser sagt, die sind schon da. Ey, ich fasse mir echt am Kopf, sexuelle Belästigung, ey. Ich weiß nicht, welche zwei großen YouTuber das sind, aber die sollten sich schämen, ey. Die sollten sich echt schämen. Und Gewalt anwenden, ey, zu viert auf einen. Also ich bitte, ey, gerade zu denen, ich bitte euch. Nur weil er der Meinung ist, euren Lügen aufzudecken. Größtenteils habt ihr ja schon zugegeben, dass ihr lügt. Mit dem, der eine den Satz gebracht hat, wir sind Schauspieler. YouTube, wenn nur YouTube-Schauspieler? Hallo? Ich, also ist, sorry, da fehlen mir die Worte. Also ich gebe mich auf YouTube, wie ich auch so im Real Life bin. Bin ein verrücktes kleines Arschloch, ne? Und so gebe ich mich auch bei meinen YouTube-Videos. Ey, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Und sich hochzupuschen, das verstehe ich auch nicht. Sich hochzupuschen über Be Ansagen. Gut, du, dann jeder, wie gesagt, aber nein. Warum? Ey, das ist der falsche Weg. Und danke, die Motorrad. Das ist der falsche Weg. Ey, es muss human ablaufen. Human. Mit Respekt. Respekt, Leute. Und dieser Respekt ist nicht mehr da auf YouTube. Und den einen will ich nur sagen. Wenn du nicht anders hochkommen kannst. Weißt du was, bei 3, 4, 5 Videos kann ich dir zwar recht geben, was das mit dem Groß angeht. Ich hoffe, ihr wisst, wer gemeint ist. Deine alten Gameplays fand ich super. Aber nur weil du nicht schnell hochgekommen bist, dann diese Schiene zu fahren. Und ja, das brauchst du nicht abstreiten, ja? Also, ich hab da was, ich will es nicht genau ausführen, aber du wolltest unbedingt Fame. Was du ja gesagt hast, du wolltest ja nie Fame werden. Und so, deswegen, also, da brauchst du es nicht abzustreiten. Ich hoffe, ihr wisst, wem ich da anspreche. Und ich hoffe, derjenige, wenn er das sieht. Ich weiß, ich bin dir scheißegal, weil ich so klein bin für dich, aber es ist mir Latte. Ich wollte das nur mal loswerden. Jedenfalls, Leute, ich will nur eins von euch. Besonders jetzt auch von meinen Zuschauern. Ich weiß, hört auf von meinen Zuschauern. Leute, ich weiß, ihr seid super. Ich danke euch, dass ich so eine geile Community habe. Aber ich habe auch gesehen, dass ich auch ein bisschen schon beleidigt habe, wo der eine das bei mir gepostet hat. Lass das, lass den ruhig seine Meinung sein. Der ist eh ein bisschen blam blam im Kopf. Aber was ich jetzt an euch Zuschauer richte, die das Video jetzt sehen, denkt bitte nach, was ihr macht. Das Internet vergisst nie. Und wenn ihr meint, ihr müsst diese Schiene fahren, lebt mit den Konsequenzen. Aber geht bitte human und respektvoll mit anderen Leuten. Human und respektvoll gegenüber anderen. Habt Respekt vor anderen Leuten. So, jetzt habe ich wieder einen Sprachfehler eingebaut. Wow, du bist der Beste. Ja, das verlange ich nur von euch. Und so können wir den tiefen Fall aufhalten. Und ich
Bitte, ich widme mich jetzt nochmal den Großen. Bitte denkt mehrmals noch, bevor ihr irgendwelche Scheißtaten macht. Und wenn, dann klärt sowas privat. Weil sowas hat nicht auf YouTube zu suchen. Und das stimmt mich traurig. Dass sowas sogar in den Trends landet. Ja, meine lieben Zuschauer, meine liebe Family, meine liebe Community, das war jetzt mal ein Real-Life-Einblick. Warum ich das gerade im Real-Life mache, sage ich euch, so wie es ist. Es wurde ja von vielen behauptet, wenn man sich nicht vor der Cam zeigt, seine Meinung sagt, dass das nicht zählt, dass man nicht hinter seiner Meinung steht. Ich mag es eigentlich nicht, vor der Kamera zu stehen. Deswegen fuchtel ich so ein bisschen mit den Händen rum und habe die Fernbedienung in der Hand. Aber ich habe jetzt den Schritt gewagt, um mein Statement zu setzen. Und ich hoffe, dass ich einige Leute zum Nachdenken gebracht habe. In dem Sinne, meine lieben Leute, verabschiede ich mich hiermit. Ich bedanke mich für immer viel Zusehen. Wenn ihr genauso der gleichen Meinung seid, ich bitte nicht oft darum, aber jetzt bitte ich das, teilt das Video, liked das Video. Und so, dass es auch ein paar größere sind, die dann echt mal sagen, ja, er hat recht. Wir sollten da echt mal mit mehr Vorbildfunktion rangehen. Apropos zu einer Vorbild. Haha, da fällt mir noch schnell was ein. Die eine Beauty-YouTuberin, zu der möchte ich was sagen, die in dem Bravo behauptet hat, Leute, kommt zu YouTube, da ist einfach Geld zu verdienen. Mädel, du hast echt vom Leben keine Ahnung. Ich glaube, du hast noch nie die Scheiße bis zum Hals gehabt. Du bist einfach so durchgekommen. So kommt es mir vor, wer sowas behauptet. Lasst solche Behauptungen. Weil sowas stimmt nicht. Es ist schwer, 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 YouTube voranzukommen. Weil es halt so viele gibt. So, und dementsprechend, das war jetzt echt mal mein letzter Satz. Das wollte ich noch schnell mal einwerfen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wie immer sage ich, Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt, und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!